In diesem Video wollen wir ein Halb minus ein Drittel rechnen. Und das ist nicht das erste Video hierzu. Von daher, wenn du schon weißt, wie das geht, probier es doch mal alleine und geh auch gerne schon zu den Aufgaben. Wenn du hier aber noch Probleme hast, dann ist dieses Video nochmal eine Zusammenfassung, wie du an sowas rangehen kannst. Also, als Trick ist es immer sinnvoll, sich das nochmal bildlich vorzustellen, dass man sich nicht verliert in diesen Zahlen 1-2, was bedeutet das überhaupt? Soll ich jetzt die 2 von der 3 abziehen? Ist doch kleiner, ist alles irgendwie komisch. Sondern sich erstmal nochmal bildlich klar machen, was ist das überhaupt? Das habe ich hier getan. Und hier ist ein Bild, was du hoffentlich schon kennst. Das ist also unser Ganzes, soll das hier symbolisieren. Und wir haben hier eine Hälfte markiert. Das hier ist also das Blaue, eins von zwei Stücken, gleich große Stücken. Und wir haben ja auch ein Drittel. Das ist das Grüne, drei gleich große Stücken. Wir haben eins davon markiert. Und einfach erstmal bildlich, wenn ich mir vorstellen will, was kommt hier raus, dann kopiere ich mir gerade mal meine Hälfte. Von der möchte ich nämlich etwas abziehen. Und dann markiere ich mir hier genau meine ein Drittel. Und die lege ich jetzt über das Blaue, denn diesen Teil wollen wir ja subtrahieren. Damit das auch ganz klar ist, dass wir hier subtrahieren, sprühe ich das gerade mal hier mit Weiß ein. Das heißt, dieser Teil verschwindet beim Subtrahieren und es bleibt sozusagen nur noch dieses kleine Stückchen übrig. Und das ist größer als 0. Das heißt, das kann ich auf alle Fälle ausrechnen. Die Frage ist nur, wie groß ist das Ganze? Und bei so einer Aufgabe kann ich das nicht ganz direkt machen. Aufgaben wie 4 Drittel minus 2 Drittel, da könnte ich dir direkt ein Ergebnis hinschreiben. Denn dann haben wir hier unten im Nenner den gleichen Nenner, das heißt die gleiche Stückchengröße und dann ziehe ich einfach von 4 2 ab und komme auf 2. Das heißt, das wäre der einfache Fall, da könntest du super schnell rechnen. Und das Ziel von uns ist jetzt, dass wir diese obere Aufgabe in diesen einfacheren Fall überführen. Um das hier so einfach zu machen, müssen wir also einen gemeinsamen Nenner finden. Und wenn du schon ein bisschen geübter bist, das kannst du auch separat üben, dann weißt du, dass hier die 6 eine sehr gute Wahl ist. Warum die 6? Die 6 ist das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 3. 3 mal 2 gibt ja gerade 6, das heißt, die 6 ist sowohl ein Vielfaches von der 2 als auch ein Vielfaches von der 3. Und das bedeutet, dass ich hier erweitern kann. Also du könntest dir das immer so aufschreiben quasi. Wir wollen hier aufs Sechstel kommen, das war der erste Schritt. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, wie wir da jeweils hinkommen. Bei den 1/2 erweitern wir mit 3, das heißt, wir multiplizieren sowohl den Zähler als auch den Nenner mit 3 und erhalten so 3 Sechstel. Und bei den 1 Drittel müssen wir das Ganze mit 2 erweitern. Das heißt, sowohl Nenner als auch Zähler mit 2 multiplizieren und so erhalten wir 2 Sechstel. Mit dieser Zwischenrechnung können wir jetzt sehr leicht rechnen. Wir haben nämlich hier 3 Sechstel minus 2 Sechstel. Und da kommt raus, 3 minus 2 ergibt 1 Sechstel. Das heißt, auch hier oben muss ein Sechstel rauskommen. Denn 3 Sechstel minus 2 Sechstel, das ist das gleiche wie 1/2 minus ein Drittel. Ich markiere mir hier oben unten gerade nochmal diese gleiche Darstellung. Das hier ist jetzt natürlich noch nicht 3 Sechstel, sondern 1/2. Aber die 3 Sechstel kriege ich, wenn ich das Ganze hier zerschneide in Sechstelstücke. Und dann liegt quasi der Schnitt hier zusammen mit der Schnitt bei der Hälfte. Und ich erzeuge aus einer Hälfte 3 Sechstel. Und genauso erzeuge ich hier aus dem einen Drittel, wenn ich das jedes Mal noch in zwei Stücke schneide. Das mache ich hier eigentlich bildlich, wenn ich mit 2 erweitere und ich erhalte 2 Sechstel. Und hier ist jetzt bildlich sehr klar, wenn ich jetzt hier von diesen 3 Sechsteln diese 2 Sechstel wegnehme, dann bleibt nur noch dieses eine Sechstel übrig. Ich hoffe, das ist ein bisschen klarer. Schau dir sonst vielleicht nochmal das Video zur Addition oder auch die Lektionen davor an. Das Gehirn braucht einfach noch ein bisschen, um sich hier an diese Schreibweise zu gewöhnen. Ich hoffe, es ist klarer. Ich hoffe, es war hilfreich. Viel Erfolg beim Üben auf alle Fälle.